Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Micknaufs Deli. Ja, viele Frankfurter freuen sich ja mittlerweile schon darüber, dass die Billigfluglinie Ryanair jetzt dementsprechend auch seit Januar hier von Frankfurt aus fliegt und man diesen langen Weg, diese Stunde, anderthalb Stunden, nicht mehr unbedingt nach Frankfurt-Hahn raus muss. Die Frage nur, wird Ryanair davon auch ganz klar profitieren können? Gut, man hat aktuell relativ gute Gewinne gemacht, aber die Erträge fielen dann doch im dritten Quartal etwas geringer aus, als erwartet war. Klar, die Ticketpreise sind es natürlich letztlich und da herrscht natürlich ordentlich Preiskampf, da ist ordentlich Druck drauf. Ja, der Gewinn letztlich bei Ryanair, 95 Millionen Euro, muss man sagen, war immerhin ein Minus von 8%. Und da lag man unter den durchschnittlichen Erwartungen, die lagen nämlich bei 99 Millionen Euro. Na gut, der Ryanair-Chef Michael O'Leary hat aber auf jeden Fall den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr zumindest mal bestätigen können. Aber er hat natürlich auch an mehreren Fronten zu kämpfen. Eins natürlich die allgemein sinkenden Ticketpreise. Naja, und das trifft natürlich ganz klar auch die Billigflieger und natürlich das schwache Pfund in Großbritannien, in England gegenüber dem Euro. Und da darf man natürlich eines nicht vergessen, die meisten Flugpassagiere, die Ryanair hat, die kommen ja aus Großbritannien und aus England. Also auch da tut sich natürlich einiges. Und das sind natürlich Marktbedingungen, die da über den Wolken herrschen, die natürlich nicht unbedingt angenehm sind. Aber er sagt natürlich ganz klar, er werde jetzt halt eben diesen Marktbedingungen entgegentreten durch stärkeres Wachstum des Flugverkehrs und natürlich mit weiteren Kostensenkungen. Die Frage natürlich, ob er das dementsprechend auch einhalten kann, weil wir natürlich auch innerhalb des Marktes ja momentan die große Spekulation haben, dass die Lufthansa eventuell mit Etihad zusammengehen könnten. Und daraus würde dann natürlich ganz, ganz klar die weltgrößte Luftverkehrsgesellschaft dementsprechend entstehen. Ja gut, man fliegt, wie gesagt, seit Januar jetzt von Frankfurt aus und sieht aber natürlich auch, dass beim Wachstum irgendwo so ein wenig der Deckel drauf ist. Das heißt also, die Konkurrenz wird natürlich dementsprechend stärker. Vor allen Dingen die Konkurrenz natürlich zwischen Ryanair und der Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Das darf man nicht vergessen, meine Damen und Herren. Und zwar jetzt, weil man halt eben fliegen kann von Frankfurt mit ein paar Flügen, mit den ersten Flügen. Ja, deswegen hat man ja nicht den kompletten Flughafen in Frankfurt gewinnen können. Ja, die Aktie, wenn wir mal drauf schauen, hat sich dann doch gerade halt eben im Jahr zur Jahresmitte letztes Jahr auf 11 Euro nach unten revidiert, ist aktuell wieder auf dem Niveau von 14,03 Euro angekommen, lag im Hoch bei 15,13 Euro, hat auf Jahressicht, Einjahressicht 10% gut gemacht, aber momentan scheint doch da tatsächlich der Deckel drauf zu liegen. Das heißt also, bei den Billigfliegern Ryanair, da könnte es durchaus sein, dass das Wachstum gerade bei der Aktie zuerst einmal dann doch etwas gebrochen, etwas gedeckelt wird. Dementsprechend ist eine Fusion, wenn sie denn kommen sollte, zwischen Etihad und Lufthansa natürlich sehr, sehr viel fantasiereicher. Da würden dann bei der Lufthansa logischerweise noch mal mehr Kurssprünge nach oben durchaus möglich sein. Also, wenn Sie sich den Flugverkehr dementsprechend mal anschauen, ein bisschen vorsichtig bei der Ryanair sein, vielleicht ein bisschen optimistischer bei der Lufthansa. Das war's schon wieder von meiner Seite aus. Bleiben Sie mir der Börse gewogen und bleiben Sie vor allen Dingen eines, nämlich wachsam.